Das ist die Regionalliga Nord auf Sport Total. Der VfB in Grün und Weiß von rechts nach links, Lohne in Blau und Weiß. Viel Spaß! Ja, natürlich. Wir haben in der Woche viel analysiert, viel gesprochen. Aber ich denke, letztendlich heißt es an die eigene Nase fassen, eigene Hausaufgaben machen. Und dazu zählt heute einfach wieder den Dreier einzufahren. Hauptmann, auch er wieder dabei. Ganz, ganz wichtig. Geht drauf. Gerade für die tiefen Läufe. Erste Aktion. Schade. Für Züserin. Gut nachgegangen. Sehr schön. Unter anderem ja auch 25 Bundesligaspiele für Werder Bremen. Also der hat ja zu erzählen. Ja, ist es! Und wer? 1-0. Natürlich Tommy. Der Kapitän hat's gemacht. Tommy Gruppe, 7. Saisontor. Und er steigt am höchsten. Kleines Missverständnis bei den Gästen nach diesem Sternberg-Einwurf. Das war auch ein bisschen der Punkt gegen St. Pauli. Gerade die defensive Arbeit jetzt wieder aufnehmen, Fokus drauf legen, zu Null zu spielen, hier zu Hause. Tönnies, Achtung, kommt gefährlich. Und erster Abschluss. Blau-Weiß-Lohne. Hinrunde aus der Jugend von Borussia Dortmund. Wahnsinn, wie viel Platz wir haben. Mit diesem Mann rund um 30. Komm, Markus. Hauptmann. Okay. Nachschuss. Und zweimal Stenovic da. Ich sehe noch nicht vorbei. Boland. Sehr energisch. Im sportlichen Leiter, und der hat auch gesagt, also wenn die Jungs Chance haben auf so eine Profi-Station, dann legen wir ihnen auch keine Steine in den Weg. Das finde ich eigentlich ein sehr, sehr guter Ansatz. Jetzt nochmal Felix vorne. Trinkut. 53. Minute. Stenovic das erste Mal richtig geprüft im zweiten Durchgang. Sehr gut geholt. Jetzt schnell umschalten. Umschaltchance. 3 gegen 3, wenn es schnell geht. Boland. Hauptmann ist dabei. Und ganz vorne Trinkut, der den Ball einfordert und jetzt bekommt. Felix Trinkut. Und Stenovic ist da. Klasse Aktion von beiden. Ja, dafür sehr, sehr schnell. Pfeilschnell auf den ersten Metern. Sarasch. Polido. Macht das spielerisch. Flanke, Hovi, 90. Minute, da war seine Chance. Gehen jetzt langsam all in. Die Gäste, Malte Beermann sichert da noch ab. Und ganz hinten ist noch Tönnies, der Stürmer. Jetzt aber 3 auf 1, Gezüserin vor Dedovic. Lobüler erhebt sich, aber Dedovic ist da. Aber ist ja noch nicht Schluss. Övermann bleibt hängen. Und wieder Konterchance. Polido. Hovi ist dabei. Auch Kölle zeigt an, wo er den Ball hinhaben will. Kölle. Gibt den Lucky Punch für Lohne. Nein. Ja. Jetzt ist es aus. Der VfB Lübeck gewinnt mit 1-0 durch den Treffer von Tommy Gruppe aus der ersten Spielminute. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.